Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar mit meinen Neuzugängen vom September. Jawohl, wir haben den 5. Oktober, das heißt, ich bin gut, gut, gut in der Zeit. Komme ich direkt zu den Büchern und räume mal nebenbei meinen Schreibtisch auf. Ja. Ich habe vom Bloggerportal von Barry Allega und Morgan Baden Hive tödlicher Code bekommen aus dem CBJ Verlag. Ne? Klimaneutral gedruckt. Ja. Bekanntheit im Netz war noch nie so tödlich. Als Cassie nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters an eine neue Highschool wechselt, ist sie erfüllt von Trauer und Wut. Und kurz vorm Ausrasten, von ihren neuen Freunden angestachelt, macht sie online einen geschmacklosen Witz, Entschuldigung. Cassie bezweifelt, dass er jemanden auffallen wird. Doch der Hive bemerkt alles. Diese Kontrollinstanz wurde einzig und allein dafür ins Leben gerufen, Menschen für das, was sie online tun, zur Rechenschaft zu ziehen. Und während Cassie Online-Kommentar ein ganzes Land in Aufruhr versetzt, fordert der Hive-Mob Vergeltung. Gestern noch war Cassie ein Niemand, heute kennt jeder ihren Namen und sie muss um ihr Leben rennen. Ich finde, das klingt so unfassbar toll. Und das Lustige ist, oder das Interessante, hier sind tatsächlich binäre Codes drin, ne? Ich werde mal schauen, ob ich die entschlüsseln kann. Es gibt nämlich im Internet eine Seite, wo man tatsächlich binäre Codes mit umsetzt. Genau. Und hier steht auch noch, sie werden eingeloggt. Sehr cool, sehr modern. Finde ich interessant. Tödlicher Code habe ich auch zu meiner Autumn to BB Challenge mit hinzugefügt. Zu selten vertretenes Cover. Genau. Außerdem, ihr seht das hier. Man kann das hier ganz gut sehen, glaube ich, hoffe ich. Im Bild. Boom, Chakalaka in Vegas. Ein neuer Fall von Johns Übernatürliche Fälle, Teil 4. Diesmal, klar, aus dem Second Chance Verlag, ebenfalls als Rezensionsexemplar erhalten von AJ Sherwood. Übersetzt von Johanna Hoffer von Lobenstein. Ich habe schon ganz oft über die Reihe geredet, beziehungsweise mein ganz mega langes Video davon gemacht. Allerdings schon etwas her und ich muss auch auf jeden Fall die restlichen Beiträge einfach mal für euch zeigen. Ne? Die restlichen, die anderen Bücher einfach mal wieder präsentieren. Auf jeden Fall müssen hier John und Don, Jonathan und Donovan, müssen sie nach Vegas. Da gibt es einen Auftrag, der relativ brisant ist. Und das Cover sagt schon so ein bisschen was. Es ist explosiv oder es könnte explosiv werden. Und davor, ich bin gerade noch am Anfang der Geschichte. Also ich habe sie jetzt schon angefangen zu lesen. Bin noch am Anfang, muss ich sagen. Kommt auch erst am 14. Oktober, soweit ich weiß, heraus. Auf jeden Fall. Ja, es struggelt. Gibt es da so eine kleine Strugglei und zwischen John und Don? Und ich liebe einfach die beiden total. Ich liebe sie. Ich bin ein großer, großer Fan dieser Reihe und freue mich so unfassbar, mehr darüber zu lesen. Jawohl, so. Und haben wir das fertig? Beziehungsweise kommen wir direkt zu Pros und Cons. Carsten von A.E. Wesp, ebenfalls vom Second Chances Verlag, als Rezensionsexemplar erhalten. Es ist der, Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken, welcher Teil das jetzt ist. Ich bin mir gerade absolut gar nicht sicher. Auf jeden Fall kann man dazu auch auf meiner Instagram-Seite das Ganze sehen. Das müsste, ist der vierte Teil ebenfalls, genau. Der vierte Teil der Pros- und Cons-Reihe. Cons-Reihe. Und ich liebe diese Reihe ebenfalls total. Hier sind wir bei Carsten, während wir vorher Steele, Wesley und Witch hatten. Und Carsten war vorher relativ blass anzusehen in den ganzen Büchern. Man hat kaum etwas von ihm erfahren. Doch in dieser Geschichte geht es eben um ihn alleine. Mehr oder weniger natürlich kommen die anderen ebenfalls vor. Ja, Carsten muss mit seiner Vergangenheit mehr oder weniger aufräumen. Da sind einige Missverständnisse aufgetreten. Und er muss versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Beziehungsweise wird quasi gedrängt dazu, gezwungen. Weil es sind fünf Aufträge von mit den fünf Männern. Als nächstes und letztes kommt Leo nächstes Jahr dran.
Und Charlie, der die Aufträge erteilt hat, ist natürlich gestorben. Und posthum macht er das Ganze und tritt die Männer, weil er etwas gegen sie in der Hand hält. Wenn sie bestimmte Aufträge nicht erfüllen, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Welche das sind, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bis jetzt ging es relativ gut aus, aber bei Carsten liegt das Ganze doch ein kleines bisschen anders, denn hier passiert, denn hier geht es eher um Schuldgefühle. Jawohl. So, ich habe drei Bücher bekommen im September, drei Neuzugänge quasi erhalten. Ist nicht viel, reicht mir aber ehrlich gesagt. Ich bin froh, es waren alles Rezensionsexemplare. Auf das hier bin ich wahnsinnig gespannt. Werde ich auch zeitnah lesen können, hoffentlich. Aber erstmal lese ich dieses Buch hier. Ne? Und dann kommt, lese ich nebenbei im Bett quasi als E-Book. Ist das ja immer praktisch. Weil Licht und so, ne? Lese ich Boomchakalaka und danach kommt dann der Hive dran. So sieht's aus. Was ich allerdings im September gelesen habe, werde ich euch ebenfalls gleich zeigen. Beziehungsweise im nächsten Video. Also bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Like da und gerne auch einen Kommentar, wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns einfach bis zum nächsten Mal hier bei Walk of Books. Ich bin Janine und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bye.